Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und Leute, heute ist es soweit. Heute wird es Zeit, unser neues Auto zu treffen. So Leute, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle baff seid, aber das ist unser neues Auto. Ja, erzähl doch mal, also du hast ja ein paar Tipps gegeben, aber jetzt darfst du richtig raushauen. Was hat denn unser schöner Beastie Boy? ja, Tipps hatte ich euch gegeben, ein paar zu diesem Auto. Für die Leute, die es trotzdem Scarp Horns und nicht wissen, was es ist. Mazda! Es ist ein Mazda 3 MPS. Das ist in dem Fall etwas anders, weil es ist halt ein getunter Mazda 3. Mehr Leistung, bisschen tiefer, Bodykit, dickerer Turbo. Macht mehr Spaß, ja. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, Name haben wir schon selber gefunden. Es ist kein japanischer Name geworden, weil wir haben einfach keinen gefunden, Leute. Wir haben gesucht und gesucht. Wir haben überlegt, Suzuku, aber da war er so, bei Japan hat der Name auch einfach wie Faust aufs Auge gepasst. Ja, ich dachte, dann nennen wir ihn Little Monster und er dann, na, macht gleich Little Beast draus und von kam der Spitzname Beastie Boy raus. Ja, und so heißt er jetzt. Genau. Und ja, es ist ein HSV-Kennzeichenhalter, aber ja, den müssen wir noch ändern. Aber ja, für alle, die bei uns Fußballfans sind, der kommt ab. Da kommt was Neutrales ran, denn ich bin kein Fußballfan. Ich auch nicht. Der war nur drauf, weil das Auto habe ich halt in der jeweiligen Stadt gekauft. Ja. Und da war halt dieser Kennzeichenhalter drauf. Und damit ist das Thema erledigt. Genau. Er ist 10 Jahre alt. Super erhalten, muss man mal sagen. Ja, dafür, super dass gepflegt. Er wirklich 10 Jahre alt ist, ist der super gepflegt. Alles hier ist sauber vom Auto her, Unterboden, kein Rost. Der Motor läuft ohne Probleme, Bremsen sind in Ordnung. Okay, die Sommerreifen waren jetzt runter, ja. Da sind aber schon neue drauf. Wenn ihr das Video seht, habe ich die wahrscheinlich schon längst aufs Auto. Bestimmt. Weil die Felgen, die drauf sind, die ihr gesehen habt, das sind meine Winterfelgen. Und meine Sommerfelgen werdet ihr dann auch noch mal zu gegebener Zeit sehen. Und wenn ich dann die mal bei mir auf Insta poste, dass die wieder aufs Auto drauf sind. Und Takiro überlegt, ob Beastie Boy auch einen eigenen Insta bekommt. Aber vielleicht kann sich der auch mit seinem eigenen Kanal ein bisschen vermischen. Wie gesagt, jetzt... Das gehört ja mit zu mir, dieses Auto. Jetzt, wo es raus ist, er muss das eine Woche lang geheim über halten. Eine Woche. Weil dieses Auto schon seit einer Woche in unserem Besitz ist und... Ja, ich habe auch ein bisschen drunter gelitten, denn ich muss sagen, seit wir Beastie Boy haben und ich am Anfang auch zwar Angst hatte, aber ich habe ihn lieben gelernt, Leute. Scheiß Motorrad. Ich habe ihn lieben gelernt. Am Anfang hatte ich ganz schön viel Angst vor ihm. Es ist immer noch Angst da, aber es wird schon besser. Ich bin vorhin sogar schon eingenickt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nein, das habe ich nicht mal mitgekriegt. Aber ich schlafe sonst nie im Auto, weil ich Angst habe. Aber ja, Beastie Boy hat mein Herz erobert. Und jetzt bin ich vor allen Dingen auf Autobahnen so, leg dich nicht mit uns an, Bitch, wir sind schneller! Ich kann mich zwar nicht mit jedem anlegen, ich kann mich aber mit vielen anlegen. Ja. Da der halt seine 260 PS hat. Ja. Und er seinen dicken Turbolader, der zieht, bis er seine 250 erreicht.
weil er bei 250 abgeriegelt ist. Er kann schneller, ohne diese Sperre schafft er 280 km/h, was echt massiv schnell ist für so ein kleines Auto. Da seht ihr mal, was wir an Kraft unterm Arsch haben. Ja, aber wie gesagt, so wie der auf 100 beschleunigt, beschleunigt er auch noch auf 200. Ziemlich ohne schnell. Probleme. Er wollte einmal nur jemanden überholen und hat einmal drauf getreten. Das hat sich für mich gar nicht so schnell angefühlt. Also bei Giovanni ist es nie so schnell gewesen. Aber er hat einmal drauf getreten und das Ding ist direkt 140 gefahren. Passiert! Und vor allen Dingen ist es auch das Geile, dass Beastie Boy einen auch in den Sitz reindrückt, wenn man drauf tritt. Und die beiden zacken sich auch immer, weil beim Anfahren möchte Beastie Boy sehr schnell nach vorne, was er ihm nicht gestattet, weil wir sonst mal im Kofferraum landen. Ja. Von dem anderen Auto. Also das ist noch so ein kleiner Kampf zwischen den beiden, wer gibt nach. So. Aber das muss sein, sonst ja, haben wir noch einen Unfall bald. Auf jeden Fall. Wer nervt da? Das ist unser Auto, Leute. Jetzt ab und zu öfters mal auf meinem Kanal zu sehen, auf meinem Insta vielleicht auch. Aber hauptsächlich seht ihr es auf diesem Insta-Kanal Takeo. Ja, also schreibt in die Kommentare, wie findet ihr Beastie Boy? Findet ihr ihn toll? Findet ihr ihn nicht toll? Wenn ihr ihn nicht toll findet, da ist die Tür. Nein, Spaß. Alles gut. Ja, dann würde ich sagen, das ist unser Auto, Leute. Damit fahren wir jetzt überall hin. Naja. Ja. Und machen ein paar Leute manchmal neidisch. Ja. Wir sehen uns am Wochenende auf der Chisei wieder. Beastie Boy wird da nicht dabei sein, aber wir fahren mit Beastie Boy nächste Wochenende auf den Nissacon. Und ihr habt ja auch gehört, Leute, das Ding macht ordentlich Krach. Ja. Und deswegen sagen wir jetzt mal dann auch Tschüss und bis nächste Woche. Ciao.